Herr Affmecker, als Generalsekretär der FPÖ sind die Worte, die gestern vom Bundespräsident Alexander Van der Bellen ausgesprochen wurden, nämlich, dass er Herbert Kickl nicht als Kanzler angeloben würde, überhaupt tragbar? Sind überhaupt nicht tragbar. Es ist jetzt das eingetreten, wovor wir bereits vor den Wahlen gewarnt haben. Es geht nicht darum, ein Präsident für alle Österreicher zu sein, sondern der Herr Van der Bellen zieht knallhart seine ideologische Einfärbung durch, ja, und will nicht akzeptieren, dass es hier eine Demokratie gibt und dass es unter Umständen auch andere Mehrheiten gibt, die die Grünen nicht vorsehen. Und ich habe es sehr spannend gefunden, was er heute im Zuge der Bundesversammlung gesagt hat, weil da hat er noch von den wichtigen Werten der liberalen Demokratie gesprochen. Und wenn man sich anschaut, was er sozusagen für ein Amtsverständnis hat, dann gibt es eine leichte Textbildschere, ne? Also am Tag vor seiner Angelobung kündigt er noch an, dass er den Obmann jener Partei, die stimmenstärkste ist, zumindest momentan in den Umfragen, gar nicht als Bundeskanzler angeloben möchte und auch gar keinen Regierungsbildungsauftrag geben möchte. Das spricht schon Bände, bestätigt das, was wir gesagt haben. Und ja, ich halte schlicht und ergreifend für heuchlerisch, denn Van der Bellen ist bis jetzt für eines gestanden. Er ist dafür gestanden, die Korruption in diesem Land weiter funktionieren zu lassen. Er ist der Angelobungsautomat der Bundesregierung gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Angelobungen er vorgenommen hat. Also statt hier ein Machtwort zu sprechen und die Korruption zu beenden, hat er die noch weiterhin ermöglicht. Und noch was, was ich heute auch spannend gefunden habe in seiner Rede, also er hat gesagt, wir müssen für Grund- und Freiheitsrechte kämpfen. Also da habe ich seine Stimme schon vermisst während der Corona-Pandemie, denn hier sind die Bürger willkürlich eingesperrt worden zu Hause. Die Kinder sind von den Schulen ferngehalten worden, man hat den Kindern 2 bis 3 Jahre ihres Lebens gestohlen. Das ist alles kein Thema gewesen, wie es aktuell war. Jetzt spricht er davon, sie halten es eigentlich sehr schäbig, was er heute gemacht hat. Wir blicken noch einmal zurück zu gestern. Wie schon angesprochen, hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen dem ORF 20 Fragen beantwortet. Hier haben wir den Auszug. Ist es tatsächlich so, dass man davon sprechen kann, dass die FPÖ, allen voran Bundesparteiobmann Herbert Kickl, antieuropäisch eingestellt ist? Ja, überhaupt nicht. Ich meine, alleine die Formulierung und auch das Setting von dieser Sendung ist eigentlich eher, verursacht ja eher Angst. Nicht? Ich meine, ich fühle mich da ans DDR-TV erinnert. Auch die Fragestellung war dementsprechend, also man hat den Herrn Van der Bellen total unkritisch befragt zu irgendwelchen Dingen und er hat da irgendwie erklärt, wie seine Gefühlslage momentan ist. Das hat aber mit der Realsituation im Staat nichts zu tun. Also ich finde es sehr eigenartig, was hier passiert ist und was er offensichtlich auch vergessen hat, ist, ich meine, Van der Bellen war der Sprengmeister der Koalition mit der ÖVP und der FPÖ. Er hat damals mit einem Willkürakt Herbert Kickl aus der Regierung genommen. Das müssen wir uns ja auch vergegenwärtigen. Und jetzt spricht er da irgendwas von Moral und Gewissen. Also ich glaube, das ist beides bei ihm nicht in besonderer Menge vorhanden. Was auch kritisiert hat, war, dass sich die FPÖ nicht klar genug auch zum Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine geäußert hat oder sich nicht klar hier positioniert. Sehen Sie das auch so? Ja, da würde ich dem Herrn Van der Bellen einmal raten, dass er sich die vielen, vielen Stellungnahmen der FPÖ in diesem Zusammenhang ansieht. Selbstverständlich haben wir den Angriff von Russland auf die Ukraine kritisiert. Das haben wir immer gemacht und wir haben das auch zurückgewiesen. Das ist keine Vorgehensweise, die wir gutheißen können. Was wir aber kritisieren, und dazu stehen wir, ist dieses Sanktionenkonstrukt, das jetzt auf und ab gespielt wird. Ich meine, Sie dürfen nicht vergessen, es werden massive Waffenlieferungen in die Ukraine vorgenommen. Es gibt hier einen Wirtschaftskrieg, in den wir mit hineingezogen werden, der schlussendlich verantwortlich dafür ist, dass unsere Bürger sich das tägliche Leben nicht mehr leisten können. Das ist das, was wir als Freiheitliche nicht wollen. Wir stehen zu unserer Neutralität und der Herr Bundespräsident hat in Tateinheit mit dem Herrn Bundeskanzler genau diese Neutralität über Bord geworfen und das finden wir schändlich. Der Wähler entscheidet, heißt es immer. Können Sie sich vorstellen, dass es tatsächlich so weit kommt, dass wenn die FPÖ stimmenstärkste Partei bei der nächsten Nationalratswahl ist, dass Herbert Kickl nicht mit der Regierungsbildung beauftragt wird? Das muss man sich jetzt einmal anschauen. Ich bitte aber in dem Zusammenhang nur mal darüber nachzudenken, was los wäre, wenn das der freiheitliche Kandidat gemacht hätte. Wäre Walter Rosenkranz als erster durchs Ziel gegangen und hätte dann gesagt, alle anderen Mehrheiten ignoriere ich und die stärkste Partei auch und ich gebe den Regierungsbildungsauftrag ganz woanders hin. Na, da hätte man wieder die Lichtermeere rund um den Ring rotieren gehabt. Wenn der Herr Van der Bellen das sagt, als linker Vordenker und Vorkämpfer, ist das alles okay und wird unkritisch entgegengenommen. Also ich halte das für wirklich problematisch und man sieht nur eines, dort wo links regiert und der Herr Bundespräsident kommt genau aus dieser Ecke, da spielt Demokratie keine Rolle, sondern da geht es einfach nur darum, Ideologien durchzupeitschen,
seinen Willen durchzusetzen und politisch das zu machen, was er selbst für am besten hält. Das ist aber in der Regel nicht das, was die Bevölkerung auch als richtig empfindet. Denn schauen wir uns einmal den Vertrauensindex der Regierung an. Wenn Sie die aktuellen Umfragen durchsehen, dann ist die Regierung von Schwarz und Grün mittlerweile unter 30% gesackt. Ja. Also vertreten nicht einmal mehr ein Drittel der Bevölkerung in diesem Land. Da muss man schon langsam die Legitimierungsfrage stellen. Und anstatt hier große Töne zu spucken, wird es dem Herrn Bundespräsidenten gut anstehen, endlich einmal dafür zu sorgen, dass das korrupte ÖVP-System wegkommt und dass wir endlich zu den Wahlurnen gehen können und Neuwahlen durchführen. In der Kritik von Alexander Van der Bellen stand auch das Wort Terrorismus im Zusammenhang mit Klimaaktivismus. Klimaaktivisten als Terroristen zu bezeichnen, findet er komplett am Thema vorbei und falsch. Was sagen Sie dazu? Ist das tatsächlich Terrorismus, wenn man mit Klebstoff anstatt mit Sprengstoff seinen Unmut zeigt? Ich habe dieses Wort auch genauso verwendet, aber auch von Klimaterroristen gesprochen. Und ich glaube, ich bin da in guter Gesellschaft mit vielen, vielen Leuten, die tagtäglich in die Arbeit fahren, die Stunden im Auto verbringen müssen, ihren Arbeitsplatz nicht erreichen können, die auch davon sprechen. Sie werden durch ein paar linke Klimaträumer da terrorisiert in ihrem täglichen Ablauf. Wie kommen diese Menschen dazu, dass sie, weiß ich nicht, wann in der Früh aufstehen müssen, um rechtzeitig zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen? Wie kommen diese Menschen dazu, dass sie am Abend warten müssen, bis ihre Familien wieder sind und in ihre Freizeit gehen können. Also wenn einige wenige sozusagen viele andere in Geiselhaft nehmen, was jetzt gerade mit den Klimaklebern ja passiert, dann kann man schon umgangssprachlich von Terrorismus sprechen und nichts anderes haben wir getan. Die letzte Generation hat für den 13. Februar angekündigt, dass wieder eine zweiwöchige Phase der Störaktionen folgen wird. Was sagen Sie, wenn Sie hören, es kommt wieder so etwas auf uns zu? Ja, da hoffe ich erstens einmal, dass es möglichst kalt ist, dass wir vielleicht auch Schnee und Eis haben. Dann hält der Kleber bekanntermaßen nicht so gut und auch das Sitzfleisch ist nicht so ausgeprägt. Und dann eine Bitte, Sie können sie ja überall hinkleben, wo Sie wollen, aber halt nicht auf die Hauptverkehrsrouten. Es gibt auch Nebenstraßen, da können die Klimakleber auch übernachten, wenn sie möchten. Aber ich halte das für einen vollkommen kontraproduktiven Akt, der schlussendlich der Allgemeinheit Geld, Zeit und Nerven kostet. Die sollen sich was anderes überlegen, sollen den politischen Diskurs suchen. Es gibt eine grüne Partei, die sitzt im Nationalrat, die sitzt sogar in der Regierung, die bringt es bis heute nicht zustande, ein Klimaschutzgesetz auf die Welt zu bringen. Ja, die sollten doch diesen Diskurs dort führen, wo er hingehört, nämlich im Parlament, und nicht andere Leute in Geiselhaft nehmen. Am Sonntag wird in Niederösterreich gewählt. Inwiefern ist ein solcher Konflikt, der jetzt gerade auch medial aufgetaucht ist, zwischen Bundespräsident und FPÖ vielleicht sogar Wähler- oder Wahlstimmen bringend, oder glauben Sie, er hat sowas negative Auswirkungen? Also ich weiß nicht, ob es vom Herrn Präsidenten so gescheit war, das jetzt zu diesem Zeitpunkt zu tun, denn natürlich polarisiert das. Es werden sich jetzt noch mehr Menschen darüber Gedanken machen, ob Grün die richtige Lösung war in diesem Zusammenhang, ob der Bundespräsident der Richtige für uns ist. Und Sie kennen ja die Österreicher, das haben wir auch in der Corona-Krise gesehen. Da gibt es dann schnell eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung und ich könnte mir schon vorstellen, dass sich der eine oder andere jetzt noch einmal Gedanken darüber macht, wen er am Sonntag bei der Wahl wählt. Ich denke doch, eine Stimme für Udo Landbauer ist eine richtige Stimme, denn ansonsten muss man ja die Korruption oder den roten Hani wählen, wo bis jetzt niemand weiß, wofür der eigentlich steht. Also eine Stimme für die Freiheitliche Partei ist in dem Zusammenhang sicher eine richtige Stimme. Wir kommen auch noch zurück zur Angelobung, die heute stattgefunden hat. Haben Sie seine Rede mitverfolgt? War das eine Rede, wie Sie sie erwartet haben? Oder haben Ihnen gewisse Punkte besonders sauer aufgestoßen? Ja, man muss fast sagen, ich habe mir nichts erwartet und bin trotzdem enttäuscht, ne? Wenn man das ein bisschen salopp formulieren kann. Nein, ich habe einfach nur bewundernswert gefunden, dass man so an der Realität vorbeisprechen kann. Ne? Ich habe es vorher schon erwähnt, also er spricht von Grund- und Freiheitsrechten, er spricht von gegenseitiger Akzeptanz und so weiter. Alles das, was er gestern eigentlich verneint hat, ja, hat er in seiner Sonntagsrede heute ein bisschen vorgezogen schon gebracht. Also man soll, glaube ich, schon wirklich genau darauf hinschauen, was hier für Lippenbekenntnisse vorgenommen werden und wie dann die Realpolitik aussieht. Wie gesagt, der Herr Bundespräsident hat eben diese Vorgehensweise jetzt gewählt. Ich hätte mir nur gewünscht, wenn er all diese Aspekte, die er heute ins Treffen geführt hat, wenn er die vielleicht auch schon in der letzten Amtsperiode mit seinem Gewissen vereinbart hätte, dann hätte vieles anders laufen müssen. Dann dürfte, wie gesagt, diese Bundesregierung jetzt nicht mehr da sein. Und spätestens zu dem Zeitpunkt, wo er dann den Wassereinbruch in das Gebäude der Republik festgestellt hat, spätestens da hätte er die Reißleine ziehen können und müssen. Das hat er nicht getan. Somit macht er sich einfach zu einem Mittäter dieser schwarz-grünen Korruptionspartie. Der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer ist demonstrativ sitzen geblieben und hat nicht applaudiert bei der Angelobung.
eine Frage auch in seiner Position, unabhängig von seiner politischen Einstellung, darf man das? Selbstverständlich darf man das. Also es gibt ja kein Gesetz, das einen dazu verpflichtet, überall zu applaudieren. Und vor allem dann, wenn ganz offensichtlich mit gespaltener Zunge gesprochen wird, würde man sich ja fast lächerlich machen, wenn man sozusagen dem auch noch einen Rahmen gibt. Wir sind aufrechte Demokraten. Das war der Grund, warum wir heute an der Bundesversammlung auch teilgenommen haben. Das war auch der Grund, warum wir in vielen, vielen anderen Bereichen applaudiert haben. Aber nur die Rede des Herrn Bundespräsidenten als solche, die haben wir im Ganzen mit unserem Applaus boykottiert. Ganz einfach deswegen, weil es sich für uns politisch nicht ausgegangen ist. Und ich finde es gut, dass auch Norbert Hofer oben als dritter Nationalratspräsident ein entsprechendes Zeichen gesetzt hat. Weil im Umkehrschluss muss man sich auch ein bisschen die Rede vom Präsidenten Sobotka in Erinnerung rufen, der dort sehr, sehr politisch gesprochen hat, auch dem Anlass gegenüber eigentlich nicht angebracht. Er hat es trotzdem getan und deswegen wird es ja wohl würdig und recht sein, dass auch wir ein entsprechendes politisches Statement setzen. Wäre Walter Rosenkranz heute an dieser Stelle gewesen, was hätten wir in der Rede gehört? Ja, wir hätten eine staatstragende Rede gehört und vor allem eine Rede, die schlussendlich auch in sich schlüssig gewesen wäre. Ja. Wenn Walter Rosenkranz davon gesprochen hätte, dass Grund- und Freiheitsrechte zu bewahren sind, dann hätte man es ihm auch abgenommen, weil er hat bekanntermaßen mit diesem Corona-Regime nicht mitgemacht. Wir Freiheitliche waren in Wahrheit der Garant dafür, dass die Grund- und Freiheitsrechte, Stichwort Impfpflicht, Stichwort Lockdowns und so weiter und so fort, dass die zumindest in einem Mindestmaß gewahrt worden sind und gewahrt geblieben sind. Das war sicherlich unser Bestreben im Parlament, das haben wir auch entsprechend vorangetrieben. Und das wären so die Inhalte gewesen, die Walter Rosenkranz heute gebracht hätte. Der hätte gesagt, niemals vergessen, was diese Geschichte mit Corona betroffen hat, was die Zwangsmaßnahmen betroffen hat. Und ich bin der Meinung, dass Walter Rosenkranz hier wirklich ein sehr, sehr guter Staatsnotar gewesen wäre. Für den Nachmittag ist auch ein Angelobungsempfang angesetzt. Herbert Kickl hat schon vor einiger Zeit abgesagt. Jetzt kam die Absage auch durch Norbert Hofer. Ist es ein absoluter Schlussstrich, den Alexander Van der Bellen jetzt gegenüber der FPÖ gezogen hat? Oder wie könnte man sich theoretisch auch irgendwann wieder annähern? Naja, ich finde es ein bisschen feig. Ne? Also wie gesagt, in der letzten Amtsperiode hat er ja nicht so gepoltert. Ne? Jetzt, wo er weiß, er kann nicht mehr antreten und nicht mehr gewählt werden, auf einmal ist ihm sein Gewissen wieder eingefallen. Und wie gesagt, also da gibt es heute hunderttausende Buffets und Empfänge und Sonstiges, an denen man nicht unbedingt teilnehmen muss. Ja? Im Umkehrschluss, glaube ich, würden es die Grünen auch nicht machen. Also diese Schickimicki-Truppen, die da jetzt unterwegs sind und sich gegenseitig auf die Schultern klopfen, die sollen den heutigen Tag genießen, sollen sich auf Steuerzahlerkosten natürlich auch entsprechend den Magen vollschlagen, alles recht, aber wir machen dort halt einfach nicht mit. Herr Hafenecker, dann sage ich vielen lieben Dank, dass Sie sich heute auch die Zeit für uns genommen haben. Dankeschön.